So, und willkommen zur zweiten Episode, nein, zur zweiten Map, der dritten Episode, so, von, ja, Heretic. Da stand gerade, wie die hieß, keine Ahnung, wie die heißt. The Chesspool, Pool, Pal, Palava di Dava. Oh. Was können die eigentlich? Okay. Hä? Moment mal, Moment mal. Achso. Was können die alles? Okay, die machen doch zwei Angriffe. Scheinen wohl doch etwas stärkere Gegner zu sein. Erste Kreuzverhör. Okay, der erste ist weg. Der zweite ist auch weg. War klar. Da oben haben wir auch schon den gelben Key. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, diese Vögel. Und noch mehr? Alter, ich wollte mich so verarschen. Hallo? Nächste, jetzt brauche ich wieder 5 Schüsse. Okay. Ist weit weg. Sag mal, wo schieße ich denn hier hin? Jetzt komm mal her. Nö, nee, kein Bock mehr. Trab an, Mädel. Geht doch. Alter. Die Vögel, die sind echt schlimmer als die Endbosse. Bei ersten kommen die immer im 20er-Pack. Powered by familienfreundlich. Und zum anderen sind die so scheiße zu treffen. Siehst du, so macht man Gegner kalt. Ganz simpel und einfach. Oh. Das sieht nicht sehr lecker aus. Komme ich da lang? Ja. Achso, erstmal die gelbe Karte holen. Macht, glaube ich, Sinn. Ach du Scheiße. Vor allem habe ich schon wieder ein paar Vögel auf den Plan gebracht. Da oben ist Boni. Interessant. Achso, ich habe immer noch nicht den gelben Schlüssel. Mann. Okay, komm schon gar nicht ran. Danke dafür. Autsch! Tut doch weh! Scheiß Vogelleiche! Haha! Ah, okay, da ist das Podest mit dem gelben Schlüssel. Das ist ein Crossbow. Stimmt, ein Crossbow haben wir in der letzten Folge nicht bekommen. Also in der letzten Map.
dachte, es ist ein Feind. Das heißt, jetzt ab dem Punkt hätten wir original wieder alle Waffen. So, der ist runtergegangen, wie erwartet. Hier ist nicht runtergegangen, schade eigentlich. So, okay. Wir haben gelben Key. Genau. Hier, Dinger. Da ist schon wieder rote Munition. Sehr schön. Können wir die eigentlich noch mal einsetzen hier? Oh, Durchgang. Ist ja sehr lieb. Überall rote Munition. Soll das also bedeuten, dass man in der Map schon die rote Waffe bekommt? Haben wir ja nicht gerade drüber gesprochen, ne? Okay. Ich hätte also echt nicht in die neue Map springen müssen, sondern hätte einfach die dritte Episode als solches anfangen können. Weil man hier sowieso alle Waffen gleich von Anfang an bekommt. Ist ja nice. Gefällt mir. Haben wir ein Defizit? Ja, haben wir. Sogar ein ganz schönes. Warum sagt mir das keiner? Okay, besser nicht. So, dann gehen wir erstmal da in den Teleporter. Oh, hab noch gar nicht gespeichert, na Halleluja. Beziehungsweise, nein, wir wollen erstmal bei der roten Waffe bleiben. Oh. Sterben, da hinten ist der grüne Key. Oh, auch ein Teleporter. So. Oh. Kann es sein, dass der Rote mich verfolgen kann? Nee, kann er nicht. Okay. Hat er gerade BFG-Ammo gedroppt? Keine Ahnung. Das war gerade der rechte, ne? Dann gehen wir mal in den linken rein. Oh. Das ist ein Teleporter, kommen wir aber nicht hin. Achso, hier auf fährt weiter. Na gut. Dieser scheiß Vogel. Ja, die droppen BFG-Armor. Interessant. So, hier haben wir einen grünen Raum. Ah, wir haben ja den grünen Key. Da gehen wir da gleich mal rein. Wobei es mittlerweile bei der roten echt fast die Munition aufgeht. Ich bleib mal doch lieber bei der hier. Bei dem Vogelfisch sowieso besser. Okay.
Oh. Oh. Wo bist du denn her? Oha. Sag mal, wie fällt's nur auch schon wieder? Ja, bleib besser bitte stehen. So, damit sind wir wieder am Anfang. Sehr geil. Oh, da muss der Block hier. Ja, ja, schreit mal rum. Nein, da will ich nicht. Da will ich hin. Was? Och nö. Komm, geht mal kacken. Guckt ihr euch an. Nichts tun die Leute. Oh, der rennt aber ganz schön schnell. Okay, Auto L funktioniert auf der Entfernung noch nicht. Oh, wow. Oh, gleich 4. Warte, noch 16 Leben. So. Ein bisschen Leben aufgepumpt hier. So. Ammo fürs Crossbow gibt es ja auch gleich, sehr schön. Das Ding können wir lieber auf. Wobei, denke ich eh nicht wieder dran. Her damit. Danke dafür. Achso, ja, hier. Boah, Alter! Okay, jetzt haben wir die andere Seite. Ach komm. Danke. Immer wenn einem das Spiel unauffällig sagen möchte, du machst das gefälligst legit. Sonst komme ich heute Nacht zu dir und dann wird mal ein bisschen hier, ne? So, 2 Gegner sind noch da. Wir haben jetzt den blauen Key. Achso. Wobei der blaue Key sieht aus wie ein Exit, kann das sein? Habe ich den Fang gesammelt? Ja, habe ich. Ja, sieht aus wie ein Exit. Nehmen wir mal. Welche Waffe nehmen wir denn da mal? Ach komm, wir nehmen einfach die hier. So, gut schön. Na, dann muss ich mal sagen, auf den Kopf. Oh oh, war das eine schlechte Idee? Okay, weg ist er. So. Dann heißt es jetzt noch ein bisschen Munition aufsammeln. Ah, sehr schön. So. Da hinten ist noch schon Crossbow-Munition. Ach nee. Ich dachte, das da wäre Crossbow-Munition, aber ja, war leider keine. So, haben wir gerade noch ein bisschen aufgenommen, sehr schön. Da hinten ist noch ein Secret.
Ach übrigens, mir ist letztens aufgefallen, diese Backpacks, die geben doch auch Munition. Also meine erste Annahme, mit dass das nicht ist, lag nur daran, dass sie zugegebenermaßen relativ wenig Ammo zurückgeben, weswegen mir davon nicht wirklich aufgefallen ist. Aber sie geben welche zurück. Wollte ich nur mal richtig stellenderweise erwähnt haben. So. Irgendwo ist noch ein Gegner. Ich glaube, da kann es erstmal egal sein. Munition sieht soweit auch gut aus. Das heißt, wir kommen eigentlich doch da tatsächlich ins Ziel. Meine wichtigste Waffe ist auch aufgeladen. Ne? Von daher. Also ist der hier, wie eine BFG-Munition. Da war er noch ein bisschen. Wo war das? Ach ne, die haben wir aufgesammelt. Okay, gut. Dann also doch nicht. Ab ins Ziel. Halt. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, ob wir alle Secrets hatten. Na, egal. So, gleich mal wieder scheiß Vögelein. Egal. Kommt in der nächsten Folge. Schau mit V.